Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BeamNG Drive. Heute mal wieder mit einem Landgefährt, mit einem Fahrzeug, und zwar dem wunderschönen Honda CRX Del Sol. Ein kleiner japanischer Sportwagen, wie man hier sehen kann. Ist eine ziemlich gut gemachte Mod, wie ich finde. Ja, und wunderschön Blinker funktioniert alles. Und ja, wir finden uns hier wieder auf der Grid Map. So, was richtig. Was ist das denn hier? Interessante Sitze. Interessant. Handbremse funktioniert auch schön. Natürlich auch die Drehzahlmesser und alles mögliche. Tacho natürlich dann auch. Und ja, die gibt es in sehr vielen Tuning-Varianten. Unter anderem auch mit Rocket Bunny, welche ich aber alles nachher noch zeigen. Und auf jeden Fall Gang rein und ab geht die Fehlfahrt. Ist ein Rechtslenker, also typisch japanisch. Und nehmen wir mal diese kleine Rampe erstmal zum Anfang. Was eigentlich noch recht gut überstehen dürfe. Genau. Ups. Da haben wir gleich schon unseren Überschlag. Und ja. Ja. Was soll man dazu schon groß sagen? Wo fahren wir jetzt? Machen wir mal bloß einen kleinen Fiederungstest. Muss natürlich auch noch geprüft werden. Kommt aber erstaunlich gut rüber. Wow. Und dann ab gleich in den Looping. So. Oh nein, wir sind zu langsam. Verdammt. Wir waren zu langsam. Wie man auch sehen kann, der hat noch keine Federungs- oder Splitter-Sounds. Es ist noch eine Mod aus den früheren Jahren von BeamNG. Beziehungsweise früheren Tagen. Jahre. Gut, kann man eigentlich auch schon sagen. Gibt's auch schon jetzt recht lange das Spiel. Warte mal. Ach, wie geil. Das Schalthebel funktioniert. Das ist ja richtig geil. Zack. Ups. Hui. Mir geht die Haube auf. Er macht das Rad. Und auch Sach. Eieieiei. Crash war auf jeden Fall richtig gut. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Und auch vom Model her sehr cool gemacht. Mit den ganzen wirklich HD-Texturen, Feinheiten, schön ausmodelliert. Natürlich auch innen drin, wie ich schon gesagt habe. Und ja, das waren die anderen Versionen. Es gibt ja einige vom CRX Del Sol Sir. Da hat man einmal den Rocket Bunny, der kommt als letztes dran, der, oh, ich liebe dieses Auto. Nehmen wir mal, welchen nehmen wir mal? Nehmen wir mal den turbogeladenen. Auch gleich in grün. Tiefer gelegt, mit anderen Felgen drauf. Und Gott sei Dank ohne Turboladerpfeifen. Und der dürfte eigentlich auch ein bisschen flotter sein, oder? Oh ja. Auf jeden Fall. Aua. 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 Au. Das habe ich nicht kommen sehen. Dem versuchen wir mal den Looping, würde ich sagen. Boah, das liegt einfach viel zu tief. Schauen wir mal jetzt. Oh nein, wir fliegen drüber. Verdammt, das ist eine böse, das ist eine sehr böse. Ah, voll aufs Dach. Eieiei. Oh, der verpackt sich. Auch wie schade. Na, er hat keine gesehen. So. Zieht aber auf jeden Fall recht ordentlich weg. Wir fahren mal in die Richtung. So. Ist auf jeden Fall sehr frontlastig. Ja, klar, Frontmotor auch. Und Frontantrieb auch noch. Eine schicke Tröte unten drunter. Oh. Uiuiuiui. Au. Huch. Das Rad ist ab.
Ah, verdammt, wir sind auf der rechten Seite. Das muss wirklich ganz schön wehtun. Ach, ich sehe gerade, ah, die funktionieren übrigens auch hier drin. Zack, zack. Zack, zack. Darf natürlich auch nicht fehlen, die Handbremse. Drehen wir komplett um. Aber driften kann man den irgendwie nicht so gut. Habe ich so das Gefühl. Ach, wobei. Jawohl. Geht doch. Ja, siehste. Rum mit dem Heck. Schön. Okay, jetzt untersteuert er gerade immens. Von der Trieb macht es möglich. Cool ist auch, cool ist japanisches Kennzeichen übrigens hinten dran. Ist immer noch nicht alle Tage. Hat man aber leider nicht mal ein wunderschönes NSG-Kennzeichen. Upsa. Brennt der eigentlich schon? Ne, der brennt nicht. Oh Mann, halt kaputt. So. Dann gehen wir über zu der nächsten Version. Jetzt legen wir einen drauf und gehen auf die Street-Tune-Version, die schon ein bisschen krasser ist. Mit schwarzer Haube, goldenen Felgen. Oh, das sieht böse aus. Oh, coole Felgen auf jeden Fall. Innen drin hat sich aber noch nichts verändert. Da befindet sich auch gar nichts. Rein und ab geht die wilde Fahrt. Oh, jedes Mal. Ich will es mit der Looping schaffen. Und nein, wir fliegen drüber. Wir waren zu schnell. Verdammt. Ja. Das schöne Auto. Oh, der war so schön in der Wagen. Hat mir so gefallen. Machen wir kurz die Haube auf. Schauen uns mal den Motor an. Ey. Reißen wir es halt komplett ab. Oder? Können wir gleich abreißen. Dann machen wir es kurz im Teilemenü weg, das sehr groß ist, wie man sehen kann. Headlines, Steering Wheel kann dann. Oh, tatsächlich kann man anderes wählen. Ja, machen wir später, das machen wir später. Das sehen wir dann bei der anderen Version. Hat keiner gesehen. Was wollte ich machen? Hurt, 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 hurt. Hurt, weg. So, schauen wir uns mal den schönen Motor an. Der wirklich sehr, sehr schön modelliert ist. Ich finde ihn persönlich sehr gut. Gibt nur den einen, den WeTech. Aber es gibt ordentlich was an Tuning. Machen wir komplett weg, das Tuning. Okay, wir brauchen Tuning, sonst sieht das so aus. Das wollen wir natürlich nicht. Nehmen wir mal einen Mutant ITB. Oh. Schöner roter Ventildeckel. Gefällt mir sehr gut. Aber fangen wir mal komplett anders an. Stock Tuning. Nehmen wir Stock Tuning. Das ist jetzt der ganz normale Motor. Ohne irgendwie getuned. Chip-Tuning oder sowas, egal, nichts drin. Dann gehen wir über zum, genau, zum kurzen Mutant ITB. Und das Ganze mit roten Ventildeckel und, was ist denn der für ein Krümmer? Ach du Scheiße. Was haben wir mit dem Auspuffkrümmer gemacht? Hinten, das Ding da. Was haben wir mit dem gemacht? Gut, ich weiß, dass das da vorne auch einer ist, aber. Hallo? Maus? Nee. Was sind die? Was soll das sein? Na, ich frage es gar nicht. Was haben wir da noch? Das normale Mutant Tuning. Hui, was ist denn das da vorne dran? Ach du Schande. Was ist das denn? Also ich kenne mich mit dem Motor irgendwie überhaupt nicht aus. Was soll das sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Dann haben wir auf jeden Fall natürlich Turbolader, Stufe 1. Ohne Pfeifen, leider. Würde ihm gut stehen. Und Stufe 2 natürlich. Aber ich glaube, da verändert sich nichts, oder? Nee, da verändert sich nichts. Okay. Exhaust. Da können wir auch noch zwei verschiedene wählen.
Einmal den Standard mit der Schildkröte. Und Nummer 2. Ah, okay, ja, das habt ihr noch nicht gesehen. Das kommt auch noch. Wir nehmen eine andere Version mal. Und zwar, jetzt gehen wir ganz extrem. Race. Das ist so eine der extremsten Versionen von unserem schönen Honda. Gibt euch dieses Ding hier. Und dafür ist auch dieser Auspuff. Dieser überhaupt nicht übertriebenes Diffuser hinten dran. Ist ja übelst krass. Übelst. Innen drin haben wir jetzt auch ein anderes Lenkrad von Momo. Das leicht so aussieht wie mein Lenkrad, aber nur leicht. Und so ein Überrollbügel haben wir jetzt noch dran. So Gitter in den Seiten. Und zieht natürlich ordentlich weg. So. Der schafft aber den Looping, komm. Nein! Uiuiuiui. Oh, aber die Karre ist geil. Die testen wir nachher nochmal ausführlicher. Dann gehen wir jetzt noch zur vorletzten Version, zur Rocket Bunny. Ich weiß, es sind mehrere Versionen, aber ich lasse einige aus, weil ziemlich viele gleich sind. Ach, Rocket Bunny. Aber für den hätte ich tatsächlich den Standard Rear Bumper. Bumper. Und dann auch den normalen Exhaust. Das passt irgendwie besser zu Rocket Bunny, finde ich. Persönlich. Wahrscheinlich ist es nicht der Fall, aber egal. Dach lassen wir weg. Brauchen wir gar nicht. Aber warum hat die Rocket Bunny Version kein Momo-Wheel? Ja, Lenkrad meine ich. Das müssen wir natürlich sofort ändern, weil ohne Momo für mich braucht so ein Bodykit ein richtig cooles Lenkrad. Jetzt natürlich auch weg wieder. Rum mit mir, jawoll. Boah, diese Spoiler-Lippe vorne dran. Warum gibt es eigentlich keine Version mit normalen Frontschlussfänger und Spoiler, so Diffusor. Warum gibt es nicht? Hab ich gerade echt Frontstoßfänger gesagt, man durch Heckstoßfänger. Na, dreh dich. Ist auf jeden Fall eine sehr coole Karre, kann ich nur empfehlen, allen zu fahren, die sich leisten können. Ich nicht. Und sind wir für eine Farbe für die letzte Version, für die Rallye-Version? Ja, mal das Paradise Blue Green. Höher gelegt. Mit anderen Felgen. Was sind das für Felgen? Egal. Dann so einem Kühler, so ein Stoßschutz. Natürlich Schmutzfängern. Allrad hat leider keinen. Wäre auch cool, aber wo willst du denn den Allrad dran kriegen? Hier ist der Tank und das. Ne. Probieren wir aber trotzdem mal Offroad-Test. Hat aber irgendwie nicht so viel Power. Der zieht nicht so weg wie der anderen. Wahrscheinlich nur Mutant oder Standard-Tuning drin. Oh. Abgesoffen. Na toll. Wie fährt denn der? Was ist denn das für ein Drehzahlbereich? Wie knickt denn dieses Hinterrad ein? Was ist mit dem falsch? So, über Gras. Also er braucht auf jeden Fall Drehzahlen. Das ist schon mal. Ich reloade mal hier. Ich glaube, die geht die ganze Zeit die Auflinge kaputt. So, Schlamm. Schafft das durch? Schafft das durch? Schafft das? Schafft das? Schafft das? Los, schaff es. Jawoll. Gut gemacht. Als nächstes kommt Sand. Jawoll. Ohne Probleme kommt er durch.
Wasser wissen wir, da kommt er überhaupt nicht durch. Aber wir können es aber probieren, das läuft bestimmt gleich ab. Siehst du? Ja, was bei dem sogar realistisch ist, weil der Digga einen Kühle kriegen. In dem Sinne. So. Jetzt rüber Eis. Kommt eine Map mit Eis. Das wäre natürlich. Oh Gott. Ich bin noch nie irgendwie mit über Eis gefahren. Hat man überhaupt keinen Grip. Naja. Noch einen finalen Crash zum Abschluss. Hui, da fliegt er weg. Aufs Heck, aufs Dach. Aufs nicht vorhandene. Und ab in den Graben. Bam. So, das war's auch wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, dass euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen oder ein Abo da. Und ich verabschiede mich in die nächste Folge von Let's Play Bimini Drive. Hoffe, dass es euch gefallen hat und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer